Ich begrüße euch hier recht herzlich zurück zu Pokémon Sea and Forces. Wir sollen zu dem chinesischen Gebäude laufen, laut wie zu uns aussagen. Und das müsste sich eigentlich rein theoretisch hier befinden. Siehst du, und da haben wir auch schon die Mission. Give me all your love. Kaum drehe ich mich um, schon erscheint ein zweiter Winzling vor meiner Nase. Warum könnt ihr einen alten Mann nicht in Ruhe lassen? Weil du uns noch gefährlich sein könntest. Auch wenn ich gefährlich bin, alleine kann ich gar nichts anrichten. Was ich nur noch brauche, ist die Liebe, die ich niemals bekommen konnte. Liebe? Bist du jetzt schwul geworden? Vergesst es. Ihr versteht es sowieso nicht. Trotzdem musst du gehen. Ich bestehe darauf. Kämpfen wir. Ihr beide gegen mich. Wenn ihr gewinnt, verschwinde ich. Das ist aber ganz schön dumm von dir. 2-1, du wirst verlieren. Vielleicht bin ich ja doch dumm. Vielleicht will ich auch nur die Liebe, die ich brauche. Der Typ dreht völlig durch. Nee, vielleicht ist da was dran. Was ist? Kämpfen wir? Ja, klar. Also dann. Give me all your love. Hoffentlich ist dieses Addon danach endlich mal vorbei. Freuen würde ich mich. Ja, war ja klar, dass du die beiden als erstes einsetzt. Und Nautklinge brauche ich damit in die Hand. Komm. Richtig so. Oh, schon 84. Ich weiß gar nicht, wie stark er jetzt in der Pokémon-Liga sein wird. L. Hat aber nicht viel angerichtet. Aber das gibt erledigt ja den Rest. Alter, was richtet das denn alles an? Gar nichts. Doch, gegen Wasser-Pokémon hätte ich eine Chance mit Laubklinge. Kangama! Mal sehen, was das bei Kangama anrichtet. Auch nicht viel. Nicht gut. Warte mal. Ich will Slam einsetzen. Thunderbolt. Das konnte er früher nicht. Na toll, jetzt hätte ich eine Chance. Und was ist? Naja, nicht so wild. Apropos, ich möchte auch ein Mewtwo haben. Und ein Shaman. Also, lieber Spieleentwickler, Shaman bitte im nächsten Add-on. Ganz unbedingt. Und jetzt weiß ich, dass es nicht meine Waschmaschine war. Da oben war jemand auf. In seinem Bad. Oh, ein Rihornio. Habe ich jetzt eigentlich wird eingesetzt? Ich glaube ja. Und weg. War ja klar, dass er verliert. Soeben konnte ich meine Liebe finden. Jetzt ohne Mist. Ich konnte meine Liebe finden. Hey, Mitsuomi-san. Meint er jetzt dich oder mich? K-
kapierst du das denn nicht? Er meint die Liebe zu Pokémon-Kämpfen. Ach, dann ist er hetero. Sei nicht alle. Ich werde in Kürze an einem Turnier teilnehmen. Dort werde ich reichlich Liebe bekommen. Bevor ich gehe, hinterlasse ich euch 100.000 Pokédollar. Teilt es unter euch auf. Lebt wohl. Er ist nun endlich vorbei, Tobi. Es ist nun echt vorbei. Der Weg war hart und steinig, aber wir haben sie bezwungen. Ich will meinen Anteil. Hier. Deine Augen waren also die ganze Zeit auf das Geld gerichtet, mein lieber Mann. Und jetzt? Was geht jetzt ab? Brooklyn! Hey, was geht? Nix, nix. Bei dir? Auch nix. Hey, wenn du nichts mehr in Köln zu tun hast, komm zu Tin Lizzy Customs. Ich befinde mich im Chill Room, weil ich ein bisschen Ruhe brauche wegen den ganzen Leuten hier. Welche Leute? Komm und sieh's selbst. Sprich mich einfach an, okay? Okay, mach ich. Das heißt also, wenn du das Addon beenden willst, sprich Brooklyn an, der sehe ich im Showroom. Gut, es gibt hier zwar noch einige Missionen, die ich machen könnte, will ich jetzt aber nicht bei, ich weiß ja gar nicht wo. Ich glaube, die würden jetzt irgendwo hier angezeigt werden oder so. Ich gucke einfach mal, ob sie irgendwo angezeigt werden würden. Sagen wir mal so. Ich glaube, wenn, dann könnte es bei Cloud irgendwie sein. Cloud. Ich sag lieber Cloud. Hört sich nice an. Wir gucken mal fix. Und wenn nichts anderes. Weil Zeit haben wir ja an sich noch. Deswegen. Nö. Weil es gibt normalerweise noch Nebenmissionen, die man auch bereits im ersten Durchlauf machen könnte. Aber ich will nicht. Ich bin eigentlich froh, dass ich das Addon jetzt mal endlich beenden kann. Denn wir schwimmen schon zu lange hier rum. So. Deswegen braucht er seine Ruhe. Bist du bereit, Köln zu verlassen? Ja, Köln war wirklich cool. Die Zeit hier ist nun vorüber. Du willst dir sicherlich noch die restlichen Orden erkämpfen. Ja, wir haben schon viel zu viel Zeit verschwendet. Aber dennoch tat es meinem Pokémon sehr gut. Hi, hi, hi. Ha. Oh Gott, Tasia ist da. Habt ihr euch alle versammelt, um mein allerliebstes Tin Lizzy zu sehen? Dein Tin Lizzy ist jetzt wie neu. Ich danke euch allen, aber ihr hättet euch doch nicht so versammeln dürfen. Wieso nicht? Wie soll ich jetzt rausfahren? Hi, hi, hi. Gruppenfoto, please. Sind wir alle vollzählig? Das wird nämlich ein geiles Foto. Mann, ich hätte mich vorher rasieren sollen. Du hast noch kein Bart, du Kind. Wo ist meine Mutter? Hey, wir sind nicht verheiratet. Boah, ey. Nee, boah. Nigeru, dein fetter Arsch. Ich habe auch kaum Platz. Wahrlich. Das wird der Knüller.
hi. Hi, hi. Wie ich sehe, seid ihr alle auf Position. Also dann, sagt Cheese. Cheese. So, fertig. Hey, du hast uns nicht fotografiert, sondern dich selbst. So, jetzt haben wir eigentlich nur noch die Credits vor uns. Das war also das letzte Add-on von Pokémon ZM Forces. Besser gesagt, das vorerst letzte. Wie ich bereits in einer der vorherigen Folgen gesagt habe, habe ich gelesen, dass er weitermachen möchte mit dem Programmieren. Also es kann sein, dass demnächst... So Leute, ab hier muss ich leider nachsynchronisieren. Da ich ein... Oder besser gesagt, dass Sony einen Urheberrechtsanspruch eingelegt hat, wegen dieser Hintergrundmusik jetzt hier. Im Abspann kann ich leider nichts für, ist halt so. Und deswegen versuche ich das jetzt auf diesem Wege. Und zwar genau ab 11 Minuten soll halt dieses Lied jetzt hier spielen. Ich hoffe, dass ich das dadurch jetzt ein bisschen alles hinkriege. Und ich finde dieses Pikachu immer noch zu geil. Aber wir haben das Spiel, besser gesagt dieses Addon, endlich mal geschafft. Hat ja auch lange gedauert, ne? Viel zu lange. Ich bin eigentlich schon mehr oder weniger verzweifelt gewesen bei diesem Addon. Naja, und ob überhaupt nochmal an Addons jetzt gearbeitet wird, kann ich nicht sagen. Das weiß ich absolut nicht. Ich hoffe ja, dass er weiterarbeitet, denn ich möchte ja wissen, was noch kommt. Ich kann ja mal gucken, ob... Schon irgendwas Neues, bezweifle ich, aber naja, die Hoffnung stirbt ja an sich immer zuletzt. Stimmt's? Nö, im Moment nicht. Was soll's? Aber wir suchen, wir schauen mal, ob wir irgendein Pokémon-Event noch aktivieren können. Das klappt jedenfalls nicht hier. Mal sehen, wie es hier aussieht. Sieh mal an, Naruto. Genau der, auf den wir gewartet haben. Oh, Tobi. Was geht ab? Echt jetzt? Nix. Bei dir? Auch nichts. Hey, heute hat so ein Regi-Ben-Geburtstag. Als wenn mich das jetzt interessieren würde, aber... Wollen wir mal Glück beglückwünschen. Auch wenn es eventuell ein bisschen spät sein könnte. Auch nur ein wenig, ein kleines wenig. 8, 10. Ach, so alt ist er geworden? Folgt mir dieses Date Bono. Boyo? Ich warte eigentlich nur noch auf Sakura-chan. Komm, scheiß auf sie. Ich liebe sie zwar, aber Regi-Bang ist wichtiger. Genau. So sieht's aus. So, oh, wen haben wir denn da? Sakura. Und Sasuke. Naja. Wollen wir mal mit ihnen... Ne, erstmal ein PC. Da wäre ein Pokémon.
kriegen. Welches ich jetzt aber noch nicht verraten möchte. Oder? Habe ich es eigentlich schon mal verraten? Sprechen wir einfach mal mit ihm. Ein Ei. Ein Egg von einer korrekten Frau, die sehr korrekt ist. Ich habe gehört, dass das Gehirn dieses Pokémons leistungsfähiger als ein Computer ist. Sein IQ soll bei 5000 liegen. Schlaues Vieh. Core E13 Brain. Pass auf, die Schale erzeugt bereits Unmengen von Nähen. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Pokémon mit hohem Level ist. Bezweifle ich. Da Pokémon normalerweise, wenn sie schlüpfen, auf Level 1 sind. Normalerweise. Na gut, in älteren Editionen war es Level 5. Aber naja. Das werden wir irgendwann mal aufschlüpfen lassen. Wenn die Zeit reif ist dafür. Vorerst werden wir mal mit allen sprechen. Ach, das ist die Strafe dafür, dass ich nicht auf sie gewartet habe. Haha, Sasuke, dieser Playboy. Er ist kein Playboy. Er ist eine männliche Nutte. Er bekommt die ganzen Weiber. Oh, Sakura-chan, komm zu mir zurück. Echt jetzt. Ich habe gehört, Hinata steht auf dich. Nein. Nein. Echt jetzt? Hey, Sasuke, warum bist du denn hier? Ich bin zwar spurlos verschwunden, aber komme trotzdem zur Regimentsparty. Wisst ihr, dass es manchmal schwer ist, das im Nachhinein nochmal vorzulesen? So, einmal was getrunken, die Party geht ab. Und warum? Weil Sasuke-kun hier ist. Ich denke, die Sache hat sich erledigt. Genau. Warum gibt es zu wenig Gäste? Vielleicht kennen ja nicht alle Regibang. Ja, ja. Die Leute müssen nur Party hören, dann kommen sie angerannt. Keine Ahnung. Liegt wohl daran, dass alle nach Hause gehen wollen. Das Lied im Hintergrund Don't Wanna Go Home von Jason Derulo sagt was anderes. Ach, halt's Maul. Den kenne ich gar nicht, die Typen. Ah, bist du? Ja, Party. Also, so eine richtige Party ist das ja nicht. Die ganze Zeit dasselbe Lied, dieselben Leute, kaum Weiber. Das Allerschlimmste ist, das ist Omutsus Haus. Da hast du wohl recht. Eine richtige Party ist das ja nicht. Die Party hätte etwas besser sein können, da es ja Ricky Banks Party ist. Du hast wieder recht. Welch eine Ehre, Ricky Banks Geburtstag zu feiern. Es ist doch nur ein Let's Player, Mann. Was noch viel wichtiger ist, er ist 18. Na und? Viele 18-Jährige denken, nur weil sie volljährig sind, sind sie erwachsen. Ricky Banks wird immer noch Pokémon spielen. Genau das macht ihn ja erwachsen. Ich habe gehört, der Präsident von den M-Forces Mitsuomi konnte nicht kommen. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber die Tatsache, dass er nicht gekommen ist... Oh. Ich muss mir wirklich angewöhnen, mal schneller zu lesen. Aber ich habe keinen Bock dazu. Ist mir viel zu anstrengend. Na toll. Tut mir sorry. Hier, als wir gut machen. Wow, 20 Top-Beleber. Könnte man noch gebrauchen. 18. Wacken. Diese Worte waren sehr beleidigend. Deswegen wurden sie auch zensiert.
Ach stimmt, wir sollten, glaube ich, mit Umutsu reden. Rigibang ist mein Lieblings-Let's-Player, Kuso. Was hat er eigentlich immer mit seinem Kuso? Kanto, Yoto, Höhen, Einhall und so weiter. Jetzt muss er nur noch Ezekiel und Guadalupe zeigen, Kuso. Das bedeutet, er muss die Enforces Let's Playen. Ja. Ich bezweifle, dass er es tut. Ich glaube sogar, er hat's getan. Wow, 20 Top Genesung. Das Ei benötigt lange Obhut, bla bla bla. Ups, die Pancho, fast wäre ich rausgegangen. Ach, stimmt ja, genau. Ich wusste ja jetzt nicht genau was und. Und habe erst mal überlegt, was man jetzt denn tun soll. Ach ja, genau, irgendwann wirst du schon sehen. Ja, machen wir ja. Auf zum unsichtbaren Boot, Mummi. Hey, ich bin wieder draußen. Ja, und dann taucht wieder diese Frau auf. Das Schicksal hat entschieden, dass wir uns an diesem ganz besonderen Tag erneut aufeinander treffen. Ich habe gehört, Rigibang sei auch ein Rare Hunter, so wie meine Wenigkeit. Vor genau 2 Jahren fand Rigibang ein Shiny Akani allein im Wald. Nee, Quatsch, nicht Akani, Fukano. Allein im Wald. In der Tat. Er nahm ihn bei sich auf und zog es auf. Er entwickelte ihn mittels Feuerstein zu einem Akani. Er kämpfte mit ihm, bis er schließlich entschloss, dieses Shiny Akani an jemanden würdigen weiterzugeben. Warum das denn? Das weiß ich im Moment selber nicht. Er erzählte mir nur etwas von einem Enharmonia, der versucht, die Pokémon von ihren Trainern zu entfernen. Jetzt versucht Danke. Dann hat diese N einen schweren Kampf vor sich. Und du übrigens auch. Ach so, ich soll jetzt gegen dieses Akani kämpfen. Laut Rigibang bist du würdig, so erhältst du es ausnahmslos. Naja, schwer sollte es ja nicht werden. Es ist ja nur ein Akani, aber allerdings. Und das ist Jägerin J. Die sieht voll nach Jägerin J aus. Wenn sie jetzt wirklich so heißt. Aber eigentlich sollte Akani an sich kein Problem darstellen. Ja gut, Feuer gegen Pflanze ist ja gut. Reptin hat also kaum Chancen. Und wie ich diese Attacke hasse. Und wir sind eigentlich schon verbrannt. Du brauchst es nie normal versuchen. Ich hasse diese Attacke. Was ist das überhaupt für eine Attacke? Und warum können das so viele? Das verstehe ich jetzt nicht ganz, aber... Warum reg ich mich deswegen überhaupt auf? Victini konnte das, Dings kann das hier auch. Können so viele. Und jedes Mal werde ich dadurch gleich verbrannt, so scheiße. Richtig scheiße. Aber was soll's. So. Aus Niederlagen kann man lernen, da Niederlagen Fehler sind. Richtig, gute Einstellung, gute Einstellung.
So, nun denn, du ermittelst, du erniederst, was ist, obwohl er hat ja der Entwickler hat ja geschrieben, es können Rechtschreibfehler drin sein. Naja, wollen wir ihm einen Spitznamen geben? Nope. Meint das Schicksal gut mit dir, so werden wir uns wiedersehen. Ja, will ich doch mal hoffen, ne? Was ist mit der Party? Ist sie vorbei? Ja, anscheinend. Aber wir haben ein starkes Akani. Und das ist sehr gut. Ich meine, was wollen wir mehr? Jetzt könnten wir an sich eigentlich nochmal die Pokémon-Liga machen, aber das werden wir vielleicht irgendwann mal machen. Nicht heute, nicht morgen, irgendwann mal. Genau, ich wollte ja nochmal nach den anderen gucken, ob die da sind. Aber vielleicht kriegen wir sie auch erst, wenn wir das nächste. Danke, Handy. Mein Handy braucht wieder Aufmerksamkeit, merke ich gerade. Aber so wie es aussieht, es ist wohl nicht so, dass sie da sind. Schade eigentlich. Hier hätten wir nämlich ein... Moment, lass mich kurz ran. Ich glaube, ein Deoxys gekriegt und am anderen Fleck, wo ich hin wollte, hätten wir Celebi, glaube ich, gekriegt. Wäre ich jetzt richtig liege mit dem Vermutung. Weil hier hätten wir, glaube ich, Celebi gekriegt, da das Ganze wie so eine Uhr aussieht. Aber wenn es nicht so ist, dann ist es nicht so. Naja. Ich sehe gerade, habe es bald geschafft mit der Nachsynchronisierung. Das ist immer das Wenigste, was ich mag, dieses Nachsynchronisieren. Da ich sowieso nie schaffe, wortwörtlich das wiederzugeben, was ich eigentlich sagen möchte, beziehungsweise was ich dort gesagt habe. Und warum gehe ich eigentlich weiter nach da unten? Manchmal bin ich aber auch blind. Aber naja, wieso habt ihr wenigstens was zu lachen? Ja, das waren hier noch Anfangszeiten, denen wir angefangen haben mit unserer Pokémon-Reise. Oh ja. Ich merke schon wieder gerade, ich bin müde, extrem müde. Du kannst nur maximal 6 Pokémon mit dir füllen. Wenn du das 7. fängst, dann geht es auf die Box. Na, wissen wir doch, wissen wir. Oh, ich möchte mal wissen, was es mit diesem Stein auf sich hat. Vor allem, da steht Steel drauf. Steel. Er nennt mich am Boden. Erinnert mich so ein bisschen an Bordo. Na gut, ja, ich bin mit. Ja, hat nachgelassen. So.
das ist wirklich scheiße. Ich weiß wirklich nicht, wie ich diese anderen beiden Events aktivieren soll. Ich meine, wenn wir das eine jetzt schon aktiviert gekriegt haben, dann werden die anderen beiden ja wohl auch noch irgendwann irgendwie kommen. Oder ich habe einfach Pech. Eins von beiden wird das schon sein. Ach ja, ich hatte ja versucht. Entschuldigung. Ich hatte ja versucht, das mal im Uhrzeigersinn alles anzuklicken, aber hat ja an sich auch gar nichts genützt. Und ich weiß vor allem nicht, ob wir eine bestimmte Reihenfolge einhalten müssen, aber laut dem Text auf der offiziellen Homepage steht nur, dass wir den mittleren Stein ansprechen müssen. Und wir müssen dazu Add-on 02 beendet haben. Ja. Ja, aber das bringt alles nichts. Ich hoffe bloß, dass ich diese beiden Pokémon irgendwann nochmal kriege. Vor allem möchte ich ein Celebi haben. Vom Typ Psychopflanze ist doch praktisch. Naja, aber das soll es eigentlich erstmal mit Pokémon The Enforcers gewesen sein. Ich glaube, ich hatte das schon mal erwähnt. Sobald ein neues Addon draußen ist, werde ich das natürlich weiter let's playen. Aber vorerst wird erstmal irgendwas anderes kommen. Was genau, das werdet ihr erfahren. Eventuell habe ich schon das Infovideo dazu rausgehauen. Denn ich bin die ganze Zeit schon am überlegen, wie ich den Kanal ein bisschen umgestalten kann. Hier jedenfalls, was den Upload anbelangt, wollte ich das alles ein bisschen umgestalten. Denn durch meine Arbeit komme ich nicht immer dazu, pünktlich alles hochzuladen. Deswegen will ich das ein bisschen zurückschrauben und nur noch gewisse Tage hochladen. Aber das erfahrt ihr dann in dem Infovideo, was noch vor dem ersten neuen Projekt starten wird. Ich wünsche euch dennoch einen wunderschönen Abend und haut rein, Leute. Ciao.